10 Dinge, die man über Seven vs. Wild nicht wusste. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Versus Wild. Kein YouTube-Format polarisiert momentan so sehr und wohl noch nie hat es ein deutscher YouTube-Kanal geschafft, etwas so Erfolgreiches auf die Beine zu stellen. Genau deshalb wollen wir dieses Video mal nutzen, um Fragen zu beantworten, die ihr euch vermutlich auch schon gestellt habt, wenn ihr den Kandidaten beim Überleben in der Wildnis zuseht. Denn auch wenn das Grundkonzept der Sendung schnell erklärt ist, so gibt es viele unbekannte und spannende Fakten, die ihr unbedingt wissen solltet. Zum Beispiel den Fakt auf der Nummer 10, der sich direkt um den Schauplatz der neuen Staffel dreht. Wie ihr wahrscheinlich wisst, findet die aktuelle Staffel der YouTube-Show im Golf von Panama statt. Genauer gesagt, auf der Insel Isla de San Jose. Und diese verbirgt ein wahrhaftig düsteres Geheimnis. Kurz vor Produktionsstart stellten die Seven vs. Wild Organisatoren nämlich fest, dass auf der malerischen Insel in den 1940er, ja, diese Chemiewaffentests, ne? Jahren während des Zweiten Weltkriegs Chemiewaffentests der USA stattfanden. Dieser Fakt ist für euch vermutlich nicht ganz neu, wenn ihr auch die Behind-the-Scenes-Doku der Serie verfolgt, in denen diese Tests von der Crew ebenfalls angesprochen wurden. Dort wurde dann auch erklärt, dass sich teilweise immer noch Überreste von gefährlichen Sprengkörpern in manchen Teilen der Insel befinden sollen. Doch das die Zonen dieser Überreste nicht im Gebiet der Teilnehmer liegen. Allerdings wurde in der Doku ein schockierendes Detail über diese Tests und die Insel allgemein nicht erwähnt. Und zwar, warum die Amerikaner diese Waffen ausgerechnet in den Tropen Mittelamerikas testen. Tatsächlich wollten amerikanische Wissenschaftler nämlich herausfinden, ob Soldaten mit südamerikanischer Herkunft anders auf Senfgas reagieren als weiße Amerikaner. So wurde die Was für ein cooler Test. Oh je, meine. Theorie aufgestellt, dass unterschiedliche Rassen besser oder schlechter mit dem hochgiftigen Gas umgehen können. Tatsächlich ist es schwer zu glauben, wie grausam die Tests auf dieser Insel dann abliefen. So erzählten die Amerikaner den weißen Soldaten, wie eben auch den südamerikanischen Soldaten nicht, dass das Gas überhaupt gefährlich sei und sprühten es einfach auf unbedeckte Körperstellen. Wo What wir gerade bei der Insel sind, haben wir noch einen anderen interessanten Fakt für euch über Isla San Jose. Auch wenn die Insel zwar sehr wild ist und sich bei Seven vs. Wild auch sehr einsam anfühlt, so ist sie keine wirklich einsame Insel. Isla San Jose hat nämlich für eine Insel eine überraschend gute Infrastruktur. So verfügt die Insel über ganze 60 Kilometer asphaltierte. Aber das wurde ja auch gesagt, dass man im Notfall schnell zu einem, dass im Notfall so schnell irgendeine Infrastruktur da ist, dass man Leute auch zu einem Krankenhaus und Co. befördern kann. Also das ist ja auch das Wichtige, dass du wilde Natur hast, aber gleichzeitig nicht so ab vom Schuss bist, dass du niemandem mehr helfen könntest, wenn es zu einem absoluten Ernstfall kommt. Straße hat einen eigenen Flughafen und es gibt sogar auf der ganzen Insel vollen Mobilfunk. Zudem existiert auch ein großes Resort auf der Insel mit riesigen Pools sowie ganzen 14 kleinen luxuriösen Bungalows. Im Internet wird Isla San Jose sogar als traumhafte Insel mit wunderschönen Stränden für Superreiche beworben. Weiter geht's mit der Nummer 9 und der Frage, inwieweit eigentlich für die Sicherheit der Seven vs. Wild Teilnehmer garantiert werden kann. Dass alle über ein Erste-Hilfe-Set für den Notfall verfügen und außerdem jeweils einen GPS-Sender haben, mit dem sie Hilfe anfordern können, ist vielen bereits bekannt. Ebenfalls ist auch bekannt, dass sich die Teilnehmer mit Hilfe des Geräts regelmäßig melden sollen, damit die Organisatoren wissen, dass jeder noch am Leben ist. Aber wie sieht es eigentlich genau im Notfall aus? Und wie schnell könnte ihnen überhaupt geholfen werden? Tatsächlich deutlich schneller, als man es bei so einem abgelegenen Ort vermuten würde. Organisator Fritz Meinecke hat mit seinem Team nämlich wirklich jede Art von Notfall bedacht. Ah. Ganz gleich ob Unfall, Tierangriff oder sogar Tsunami. Für jede nur denkbare Eventualität wurden je nach Location der Teilnehmer, Tageszeit und Wetter mehrere ausgeklügelte Rettungsmöglichkeiten eingeplant. Sollte ein Teilnehmer, also einmal in der Größe
Notnot mit seinem GPS-Gerät einen Code Red senden und somit sofortige Rettung anfordern, machen sich die Retter umgehend per Hubschrauber, zu Fuß oder per Boot auf den Weg. Ja, Boot sie stehen wäre ja fast nämlich das Sinnigste, in einer ne? Hacienda auf der Insel dauerhaft bereit. Immer in Reichweite sind ein Notarzt, ein Rettungssanitäter, ein speziell geschulter Dschungelsanitäter und ein Notfallsanitäter. Doch es gibt auch einen Fall, für den es keine Hilfe gibt. Und das Ding ist halt, die Insel, das haben wir schon bei dem Behind the Scenes von Dave gesehen, die Insel ist doch super groß. Also teilweise brauchst du da, meinte der ja, irgendwie einen Tag, um da rumzukommen. Stehen dann so Boote zumindest in der Nähe davon, so 24 Stunden immer bereit, dass wenn was ist, Leute direkt zugreifen können? Weil Code Red heißt ja, jetzt schnell Hilfe. Zwar dann, wenn sich der Kandidat selber nicht mehr melden kann, weil du kannst ja nicht an jedem dieser Strände mit dem Helikopter landen. Also das ist ja schon richtig schwierig. Oder sich einfach zu stark verletzt hat. Aus diesem Grund wurden die Teilnehmer vorab auch darüber informiert, dass es durchaus auch dazu kommen könnte, dass sie im Dschungel sterben. Denn eine wirklich... Code Red dauert bis zu einer Stunde? Ich dachte Code Yellow ist eine Stunde. Permanente Überwachung der Teilnehmer ist bei diesem Format so schlicht nicht. Eine Stunde zum Maximalpunkt, okay. Möglich. Weiter geht's mit dem Fakt Nummer 8 und der Zukunft von Seven vs. Wild. Nachdem Fritz Meinecke noch vor nicht allzu langer Zeit von einer möglichen dritten Staffel seines Erfolgsformats sprach, verkündete der Outdoor-YouTuber dann in einem Stream kürzlich etwas sehr Überraschendes. So sagte er, dass nach Staffel 2 definitiv Schluss mit dem Format Seven vs. Wild ist. Eine dritte Staffel soll es also nicht mehr geben. Fritz begründete seine Entscheidung damit, dass man aufhören solle, wenn es am schönsten ist. Für Fans von Auto... Ich bin mal gespannt, wenn die ganze Staffel draußen ist, ob es vielleicht auch was mit dem Verlauf der Staffel zu tun hat oder sonst irgendwie was. Ich verstehe dieses, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Also, wer weiß, wie man das noch krasser gestaltet. Es gab ja mal diese Idee, glaube ich, von ihm und Martin, dass man... so ein Duo-Team macht, also dass man zu zweit das macht, also 7 Teams, 7 Tage in der Wildnis. Aber kann ich schon verstehen, dass es vielleicht dann zu kritisch ist für manche. Und da ist ja schon heftig viel. Also alle Leute, die YouTube Deutschland gucken, gucken Seven vs. Wild. Ne? Das ist halt schon extrem. So 10 Millionen Klicks so gefühlt nach 2 Tagen für deutsche YouTube-Videos ist schon übertrieben krank. Vor Abenteuern besteht dennoch kein Grund, traurig zu sein. Tatsächlich wird Fritz Meinecke nämlich schon im nächsten Jahr eine spektakuläre neue Abenteuershow starten, die allerdings beim Streaming-Dienst Discovery Plus. Ah, nice. Also, okay. Sehr gut. Discovery Plus zu sehen. Ist zwar dann hinter einer Paywall, aber, also Discovery Plus, überall wo ein Plus hinter ist, ist meistens eine Paywall involviert, aber finde ich gut, dass es macht, weil mit so einer geilen Idee und so einer geilen Umsetzung darf man auch richtig eskalieren und cooles Survival-Format nochmal machen. Sein wird. Hierfür wird der YouTuber begleitet von bekannten Gefährten an die entlegensten Orte der Welt reisen und dort Expeditionen unternehmen, die er unmöglich selber finanzieren könnte. Trotz der professionellen Unterstützung soll dabei wie gewohnt alles authentisch bleiben. Ich probiere mich einfach aus und wenn was schief geht, dann geht was schief. Ganz einfach. Und ihr seid mit dabei. Damit auch alle YouTube-Zuschauer dabei nicht leer ausgehen, gelang es Fritz, ein Deal auszuhandeln, der es ihm erlaubt, das Material später auch auf seinem YouTube-Kanal zu zeigen. Nachdem ihr nun schon einiges über den enormen Aufwand im Hintergrund bei Seven vs. Wild wisst, interessieren euch sicher auch die Kosten des Mammutprojekts. Zu diesen kommen wir nun. Tatsächlich sind die Kosten für Seven vs. Wild weitaus höher, als sich viele Zuschauer das vorstellen. Bereits die erste Staffel, die in Schweden gedreht wurde, hatte ein geplantes Budget von 75.000 Euro, was jedoch deutlich überschritten wurde. Obwohl die Teilnehmer keine Gage erhielten, fielen letztendlich knapp 100.000 Euro für die Produktion an. Da in der zweiten Staffel, was immer noch wenig ist für den Aufwand, den die auch da betrieben haben, muss man sagen, mit Panama nicht nur ein exotisches Ziel gewählt wurde, sondern auch die Professionalität der Produktion in jeglicher Hinsicht auf ein völlig neues Level gehoben wurde, ist Seven vs. Wild 2 natürlich noch mal um einiges teurer. Fritz selbst spricht von einem sehr, sehr saftigen, guten sechsstelligen Betrag. Viele gehen von mindestens einer 500.000 Euro aus, die für Ausrüstung, Flüge, das Team und Genehmigungen die... Das würde Sinn machen, dass das in der Höhe ungefähr da dran ist, so, aber ich wäre wirklich interessiert daran, mal zu wissen, wie viel diese Sponsoren abgegeben haben für die Folgen.
Weil Seven vs. Wild, die erste Staffel, hat ja schon gut performt. Aber die Zahlen, die jetzt ja da am Start sind, und jede Folge hat am Anfang immer ein Placement. Und teilweise haben diese Placements jetzt 10 Millionen Klicks. Weißt du, wie viel Werbung kostet, die 10 Millionen Leute auf jeden Fall erreicht? Das ist, das, da, also bei aller fucking Liebe, das ist ja komplett geisteskrank. Meinst du, die bekommen das Geld wieder rein? Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie gute Deals gemacht haben, was ich jetzt mal schätze, bei dem Orga-Aufwand und bei dem Team im Hintergrund, wussten die ja schon, auf was sie sich einlassen, weil die so viel früher angefangen haben zu planen in der Größe. Natürlich immer noch chaotisch, aber trotzdem haben die einen Überblick und ich denke, sie werden Minimum probiert haben, die Kosten, die dann angefallen sind, durch die Vermarktung wieder reinzuholen. Also ich glaube, Minimum mit den Placements muss das rausgeholt werden, was da reingesteckt wurde. Dieses Mal anfallen. Alleine nur die Erlaubnis auf der Privatinsel. Ja genau, nicht nur die 10 Millionen Klicks, sondern die Videos werden ja auch immer geclaimed. Das heißt, die kriegen auch noch das Geld von allen Leuten, die darauf reagieren. Die Einnahmen kommen ja auch noch dazu. Das ist halt wirklich crazy. Zu dürfen, soll im sechsstelligen Bereich liegen. Schließlich ist die Insel eigentlich nur als Privatinsel für Superreiche gedacht. Da während der Produktion und Post-Production allerdings noch sehr viele weitere unerwartete Kosten anfallen, wird das Gesamtbudget für Staffel 2 jedoch im Endeffekt vermutlich deutlich höher ausfallen als nur eine halbe Million Euro und könnte mit allen Kosten bei bis zu 800.000 Euro liegen. Den enormen Kosten stehen natürlich auch riesige Einnahmen gegenüber. Und zu diesen kommen wir nun auf der Nummer 6. Tatsächlich ist Seven vs. Wild nämlich deutlich lukrativer, als viele das vermuten würden. Und zwar alleine durch automatische YouTube-Anzeigen, die vielfach in den einzelnen Folgen platziert werden. Bei bisher durchschnittlichen Aufrufszahlen von 6 Millionen Views und einer Länge von über einer Stunde pro Folge liegt der Preis pro 1000 Klicks bei mindestens 10 bis 20 oder sogar 30 Euro. Das sind pro einzelner Folge 45.000 bis über 100.000 Euro an Werbeeinnahmen. Wenn diesmal, wie in der letzten Staffel, 16 Folgen veröffentlicht werden, könnte Seven vs. Wild nur durch YouTube-Anzeigen Einnahmen von zwischen 800.000... Glaube ich nicht. Dadurch, dass man oft Blut sieht und so, ist da, glaube ich, die Monetarisierung nicht allzu stark. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema ist. Und bis 1,5 Millionen. Also keiner weiß am Ende des Tages, wie genau da vermarktet wird oder nach welchen Kriterien auch ein automatischer Algorithmus dann die Werbung aussucht. Es kann natürlich sein, dass YouTube vielleicht auch händisch hier pickt, weil die wissen, dass es eine unfassbar gute und interessante Aufmachung ist für so ein Format und whatsoever. Aber da gibt es ja Millionen an Verschwörungstheorien, also auch mit weiblichen Influencerinnen. Weiblichen Influencer, das war sehr doppelt gemoppelt. Ich glaube, da war mal auf Twitter so ein großes Thema, dass für die gleichen Videos mit den gleichen Klicks gerade Streamerinnen oder Gamerinnen immer irgendwie weniger verdient haben. Und das wird, also keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das jetzt hier irgendwelche Auswirkungen hat, dass irgendwie Mädels mitmachen, wäre natürlich ultra weird und extrem komisch. Aber ich glaube nicht, dass die Einnahmen so extrem hochgehen. Also für das ganze Format 1,5 Millionen durch YouTube-Ads, I don't think so. Also es kann schon krass sein, was da in manchen Videos rumkommt, aber boah, weiß ich nicht. 800 bis 1,5, weiß ich nicht. Also wenn 16 Folgen sind, we'll see, aber mal gucken. Euro erzielen. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Einnahmequellen. Zum einen wären das Sponsorings. Statt wie bei der ersten Staffel nur mit einem Sponsor zu arbeiten, gibt es nun mehrere Sponsoren, die zudem immer vor jeder Folge ausführlich beworben werden. Ein solches Placement mit derartiger Aufmerksamkeit ist branchengemäß nicht wirklich günstig und wird preislich vermutlich im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. So? Das hätte ich nämlich auch gedacht. Ich denke nämlich, dass jede Folge, dass die Partner um die, also ich denke mal 80.000 bis 150.000 Euro bezahlt haben. Also alles andere wäre ein wacker Preis, um vor Minimum 6 Millionen Klicks zu kriegen. Das ist schon crazy, nämlich. Plus dann können die noch Links in die Beschreibung packen und tracken, wie viel Performance das wirklich gegeben hat und. Aber ich denke, darüber wird Minimum auch über die Folgen bestimmt schon so 800.000, 900.000 Euro eingespielt worden sein, um das Nötigste, was da ausgegeben worden ist, sicherlich abgedeckt zu haben. Und ich denke eher, dass die YouTube-Einnahmen das sind, was on top dann nochmal dabei rumkommt.
ist es nicht unwahrscheinlich, dass alle Placements zusammen ebenfalls bis zu 1 Million Euro an Einnahmen bringen. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Die letzte Einnahmequelle, wenn nicht sogar mehr, wäre noch der Online-Shop von Fritz Meinecke, der diverse Seven vs. Wild Merch-Artikel anbietet, sowie ein Partnershop, der im Rahmen von Seven vs. Wild diverse Outdoor-Produkte wie Jacken oder Rucksäcke anbietet. Auch dadurch könnte ein 6-stelliger Betrag zusammenkommen, der die Gesamteinnahmen auf weit über 2 Millionen Euro heben würde. Falls ihr euch jetzt fragt, wie es einem YouTuber gelingen konnte, ein so riesiges Projekt auf die Beine zu stellen und dabei mit Budgets zu hantieren, die sonst eigentlich nur Fernsehsender oder ein Mr. Beast in der Hand haben, dann dürfte euch der Fakt auf der Nummer 5 interessieren. Smeinecke ist nämlich kein klassischer YouTuber. Also, eine Million durch Werbung würde ich auch nicht sagen, aber ich würde schon sagen so 500.000 bis 700.000 oder so. Also sowas um den Dreh mit allen Sponsorings, die dabei sind. Ich glaube, Jochen Schweizer greift schon tief in die Tasche. NordVPN hat auch Budget auf jeden Fall zur Verfügung. Also das glaube ich schon, dass die zumindest die Kosten, die aufgekommen sind, nur durch die Sponsorings rausholen. Also alles andere wäre merkwürdig bei den Aufrufzahlen. Also dann wäre es schlecht vermarktet, würde ich sagen. Von Anfang an hat er seine Kanäle nämlich wie ein echtes Business betrieben. Während die meisten YouTuber nämlich relativ planlos starten, schrieb der gelernte Bankkaufmann, der damals bei der Sparkasse eine Ausbildung machte, unser Kalbpflaume, der Internet-Kalbpflaume, unser Bankkaufmann, sogar einen richtigen Businessplan, den er dann bei der Agentur für Arbeit einreichte und so einen Gründungszuschuss für seinen Kanal erhielt. Somit war sein YouTube-Channel schon immer ein richtiges Business. Dass Seven vs. Wild ein unglaublicher und so noch nie dagewesener Erfolg auf YouTube ist, ist unbestreitbar. Kommen wir nun aber zur Idee, die hinter dem Format steckt. Denn im Fernsehen gibt es mit der Serie Alone schon seit mehreren Jahren eine erfolgreiche Show, die auf einem ziemlich ähnlichen Grundkonzept wie Seven vs. Wild basiert. Und zwar werden in der Serie Alone, die übrigens auf dem History Channel zu sehen ist, insgesamt 10 Kandidaten alleine in der Wildnis ausgesetzt. Dort sind sie dann jeweils, wie bei Seven vs. Wild, völlig auf sich gestellt und müssen versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Doch wer jetzt denkt, dass Seven vs. Wild eine Art Kopie ist, der irrt sich natürlich, denn auch wenn die Sendungen sich ähneln, so machen bei Alone insgesamt 10 Leute mit, die dann auch nicht 7 Tage in der Wildnis überleben müssen, sondern bei denen das Ziel ist, so lange wie möglich zu überleben. Stell mal vor, du hast dann sowas Gutes aufgebaut, dass du einfach jahrelang weg bist. Was für eine wilde Sendung. Überleben. Es gibt so gesehen also gar kein Limit. Der größte Unterschied ist jedoch, dass die Serie Alone ganz anders produziert ist als Seven vs. Wild. Ja, und dass die YouTuber-Sendung viel mehr von Dingen aus der Community profitiert, wie etwa durch den Wildcard-Teilnehmer oder die Möglichkeit, dass man alle Folgen einfach im Internet sehen kann. Ganz zum Schluss möchten wir noch mit einem alten Seven vs. Wild-Märchen aufräumen, das Gelegenheitszuschauer der ersten Staffel bis heute noch glauben. Und zwar geht es um eine angebliche Bärensichtung in den Wäldern Schwedens in Staffel 1. Auf YouTube und TikTok kursierte damals ein Video, was eines der gefährlichsten Raubtiere im Hintergrund eines Teilnehmervideos zeigte. Das Video ging damals regelrecht viral und viele dachten und denken bis heute, dass das Video echt ist. Doch wie eine anschließende Reaktion von Fritz Meinecke auf das Video bewies, handelte es sich bei dem Ganzen nur um einen Fake. Wer diese Reaktion aber nicht mitbekam, konnte dies nicht wissen. Hallo. Tatsächlich gab es nie eine Bärenbegegnung. Stattdessen hat der YouTuber bei SAP diese nur mittels Videobearbeitung gefaked, um herauszufinden, wie schnell sich eine solche Falschmeldung verbreiten kann. Ich hätte niemals gedacht, dass TikTok so abgeht, aber wir sind mittlerweile bei fast 1 Million Aufrufe. Dieses Mal ist das Seven vs. Wild Team und dann direkt mit einem neuen TikTok-Account. Richtig obvious. Ihm allerdings vorbereitet und wird auf erneute Fake-Versuche wieder ganz schnell eingehen. Das war's dann auch schon mit unserem Video. Lasst uns gerne... Interesting. Paar Sachen nochmal gelernt oder ein bisschen am Start gewesen.